Willkommen zurück zu Air Memories of Old, eine freie Nacht in diesem kalten Wunderland. Falls ihr euch fragt, wieso wir wieder beim Dach der Welt sind. Chicken hat so zwei kleine Sachen nachgeguckt. Also nichts Weltbewegendes, so storytechnisch, sondern nein. Weil mir nicht mehr viele Archivmen fehlen. Und ich würde schon gerne das Spiel so mit 100% beenden. Habe ich schon Lust zu. Also habe ich zwei Dinge nachgeguckt. An Achievements, Locations, wo man auf der Karte noch hin muss, um gewisse Punkte aufzudecken. Und das eins davon ist hier oben. Irgendwo! Ich habe mich nicht wirklich. Ich habe mich eigentlich nur aus der Luft umgeguckt, ne? Ich muss ganz nah ran, damit die Archivens. Die Frage ist, wo? Einfach die komplette linke Seite absuchen. Sturzflug! Ich glaube, da war kurz meine Kamera auf dem Kopf. Ja, Chicken, hättest du dich mal besser umgeguckt, ne? Dann hättest du nicht den ganzen Weg wieder hier hinfliegen müssen. Ja, Shori. Gibt's halt nicht viel zu sehen in dieser Winterlandschaft. Wer konnte damit rechnen, das ausgerechnet hier, wo ich mich nur in der Luft umgeguckt habe? Boing. Frage ist, wo? Könnte auch da oben sein. Mal gucken wir erstmal hier unten. Und ich weiß nicht warum, aber wenn ich so dieser Musik zuhöre. Zumindest hier am Dach der Welt. Also als ich hier wieder hingeflogen bin offscreen, da hatte ich irgendwie voll die Flashbacks an Lil Inferno. Als man so gegen Ende des Spiels ist. Da auf dem Weg ist zur Tomorrow Corporation. Denn die Zukunft ist Tomorrow. Kann ja nicht gestern sein. Ist irgendwas im Eis eingefroren. Ein Meer aus der Vergangenheit. Ein Mammut, aber in Schafsform oder wie? Na, Chicken, hättest du dich mal besser umgeguckt? Naja, kann man nichts machen. Kann man nichts machen. Dass ich das nicht aus der Luft gesehen habe. Und ich war so weit oben, dass ich das nicht als was Besonderes angemerkt habe. Dass mein Hirn das nicht als was Besonderes. Naja. Registrierte. Fliegen wir wieder zurück in den Süden. Der Nummer 2 ist in der Nähe der Siedlung. Darf ich wahrscheinlich nicht lang fliegen, oder? Ins Nichts. Was passiert eigentlich, wenn ich durchs Nichts fliege? Kann ich das als Abkürzung benutzen? Es passiert einfach nichts. Ich habe mir die Mühe gemacht, voll da außen rum zu fliegen. Aber anscheinend ist es okay, durchs Nichts zu fliegen. Die Frage ist dann, was passiert, wenn man so direkt nach Westen fliegen würde? Prall ich dann irgendwann in eine unsichtbare Mauer ab? Oder ist das so wie in Morrowind, dass man einfach unendlich
durchs Geistermeer schwimmen kann. Und da ist dann irgendwann bald nichts mehr. Aber wahrscheinlich eher die unsichtbare Mauer. Weil warum sollte man heutzutage sowas einbauen wie in Morrowind? Weiß ich nicht, checken. Ein ungebetener Gast. Ach, darf ich nicht hier sein? Sie tanzen, ja! Disco Party! Aber ich kann nicht so toll tanzen wie ihr. Ah, sie wackeln nur ein bisschen hin und her, hin und her. Würde ich auch noch schaffen, würde ich nicht die ganze Zeit ins Wasser reinsausen. Außerdem habe ich gelesen, dass das Archiv mit hier mit dem Fangenspiel, Anführungszeichen, mit Ehren, wo wir nach ihr gesucht haben, verpassbar sein soll. Dass man das nur in einem bestimmten Zeitfenster. Dass ich das gemacht habe. Ja, meh, hallo, ihr kleinen Süßen. Ihr kleine Zuckerstängelchen, was? vielleicht ist er keine Wolle, sondern Zuckerwatte. Oh, da würden die aber von vielen angeknabbert werden, wenn man so ein Schaf hat, an dessen Körper nicht Wolle wächst, sondern Zuckerwatte. Ja, Zuckerwatte. Ich möchte erst... Ja. Da möchte ich erstmal hin. Flatsch! Ach, du bist mal aus deiner Höhle rausgekommen. Das war schön. Reden wir erstmal mit der Kleinen. Hallöchen! Das war ein tolles Abenteuer, findest du nicht? Ich war am ganz anderen Ende der Insel und habe ganz viel entdeckt. Ja, ich war am anderen Ende der Welt. Und habe gefroren. Papa war sauer, als ich wieder nach Hause gekommen bin. Ich musste versprechen, beim nächsten Mal Bescheid zu sagen. Wenn sie davon wissen, macht es nicht so viel Spaß. Ich bin alt genug, alleine auf Abenteuerreise zu gehen. Nächstes Mal nehme ich vielleicht ein Himmelsboot und fahre ganz weit weg. Aber du erzählst ihnen nichts davon, oder? Mädel. Die Welt da draußen ist gefährlich. Reden wir erstmal mit böser Papi. Jo. Weil er wütend auf seine Tochter ist, nicht, dass er ein Bösewicht ist, will ich damit sagen. Hallo nochmal auch. Ich bin so froh, dass Erin wieder hier ist. Sie hat ihren Ausflug sehr gut vorbereitet. Erstaunlich, dass sie alles so akribisch geplant hat. Also habe ich eine Abmachung mit ihr getroffen. Wenn sie mir verspricht, Bescheid zu sagen, darf sie am Rand der Insel spielen gehen. Wer weiß schon, was sie eines Tages alles erreichen wird. Vielleicht wird aus ihr sogar ein Wächter der äußeren Lande oder sie forscht nach alten Schriften, so wie dein Mentor. Aber es liegt Unruhe in der Luft. Fühlst du es auch? Wenn wir Glück haben, geht all das vorüber und das Land wird seinen Frieden wiederfinden. Naja, ich habe die drei... Schutzpatronen, Götter, Wächter, von denen ich die Fragmente habe, irgendwie jetzt in den ewigen Schlaf geschickt. Niemals sind sie abgehauen. Also ist die Welt dann wohl nicht mehr ganz so beschützt wie vorher? Weißt du, vielleicht sprichst du lieber mit Medwin, okay? Mit dem sprechen wir dann als letztes. Ihr zwei wisst am besten über alles Bescheid und er meinte, dass er dich sehen möchte. Er hat gespürt, was ich getan habe. Weil er hat einen siebten Sinn oder so. Der hat einfach die komplette Lösung gelesen. Hey. Hi, Auk. Wieso wende ich mich immer ein mit dem Rücken zu? Also, dass ich meinen eigenen Rücken sehe. Ich freue mich, dass du wieder hier bist. Hast du nur den letzten der Bewahrer aufgesucht? Du bist wirklich erstaunlich. Weißt du eigentlich, dass Erin auf Entdeckungsreise gegangen ist? Ich habe es mir schon fast gedacht.
Was ist das Gespür einer Mutter oder eben ihr Einfluss? Hoffentlich nimmt sie sich auch ein Beispiel an dir. Ja, schließt am besten auch noch einen Pakt mit dem Falken, den wir bisher nie getroffen haben. Keine Ahnung, ob wir ihn jemals treffen werden, weil das ist wahrscheinlich sowieso die letzte Session. Weil was bleibt uns noch außer der Turm vom Schöpfer? Falls wir Glück haben und das alles noch erleben dürfen, irgendwas stimmt nicht. Ich kann es fühlen, beinahe so, als ob die Welt ihren Atem anhält. Oder die Träumerin wird aufwachen. Wie gesagt, Weltuntergang, weil diese Welt hier eigentlich nur ein... Also so wie ich das jetzt interpretiert habe von dem, was wir gelesen haben, dass diese Welt nur ein Produkt ihres Traumes ist. Sprich mit Medwin über das, was beim letzten der Bewahrer geschehen ist. Vielleicht kann er dir helfen, das alles zu entschlüsseln. Wo wir das große Böse gesehen haben in seiner vollen Pracht. Ich fürchte, dass ich keine neuen Hinweise für dich habe. Der Einsturz der Höhle, die schwarzen Steine, Karas Licht, die sich wieder öffnen, Tempel, das ist alles sehr verblüffend. Hast du dich wenigstens mit dem letzten der Bewahrer getroffen? Aus irgendeinem Grund ist mir, als wäre nicht meine, sondern deine Pilgerreise meine wichtigste Aufgabe. Etwas stimmt nicht mit der Welt. Der Schnee zieht nach Süden und die Tiere verenden. Und du hast dich verändert. Es ist, als ob du erstrahlst, aber nicht mit Licht, sondern mit einer Präsenz oder Wärme. Medwin, das kann sein, weil du in der Nähe eines Lagerfeuers sitzt, dass du Wärme spürst. Jedoch scheint die Welt selbst kälter geworden zu sein. Ja, Winter kommt. Draußen ist es auch kalt, irgendwie, live. War nicht so kalt, dass Schnee fallen würde. Eins bittet Kara am Leuchtturm, um Antwort zu finden. Nun ist es an dir. Ich werde dich dort oben treffen. Nicht, wenn ich zuerst dort bin. Los, wettrennen! Jetzt kommst, der steht da schon aus irgendwelchen Gründen. Aber nein, er leuchtet jetzt. Er leuchtet! Er leuchtet! Könnte auch sein, dass wir jetzt im Leuchtturm noch einen Dungeon haben. Dann ist das vielleicht nicht die letzte Aufnahmesession, falls dann noch im Turm des Schöpfers auch noch ein Dungeon auf uns warten wird. Würde, keine Ahnung. Lass mal das Fragment wieder zusammensetzen. Kann ich damit den Turm des Schöpfers öffnen oder öffnet der Leuchtturm jetzt den Turm? Mit seinem gigantischen Laser! Ah, ich würde sagen, der Lichtstrahl hat jetzt... Der strahlt sowas von in den Turm hinein und der Lichtstrahl des Leuchtturms hat dann die Tür des die Türe im Turm des Schöpfers geöffnet. So. Oh, was ist los? Wohin gehst du? Versprich, dass du wiederkommst. Du musst mir alles darüber erzählen. Ja. Nee, ich mache keine Versprechung. Wer weiß, was am Ende mit mir passiert. Auf Wiedersehen auch. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Sei gesegnet, junge Pilgerin. Ich bin mir nicht sicher, was hier geschieht, aber all das ist für dich bestimmt auch. Folge dem Strahl zum Schrein des Schöpfers. Dem Schrein des Schöpfers, Turm, Schrein, ist doch dasselbe. Es ist ein Turm und da drin ist ein Schrein, Punkt. Wir hatten beide recht.